glaube, wir müssen irgendwo temporär mal hinsetzen. Oh, die Dachterrassen stehen auch schon. Haben wir einen Schub bei der Fruchtbarkeit? Oh, der Akku geht zur Neige. Moment. Gleich wieder da. So, da müsste ich wieder sein. Kurz gewechselt. Den können wir in die Ladeschale reinhauen. So, und weiter geht's. So, Karotten haben wir zum Überfluss. Ach, die Sonnenblumenkerne. Einzig, was uns jetzt wieder fehlt, sind Biber. Kommen aber auch. Wir könnten uns langsam an den Dammbau da vorne wagen, also an den wirklichen Enddamm. Ich bauen. Wenn man da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, und 2 hier durchlassen. Dann kommt da ein Pfad drüber. Der irgendwann mal weg. Dann kommt auch logischerweise das hier weg. Verlaufen. Planen. Da kommt nämlich auch noch ein Damm hin. Da ein Damm. Läuft der Kanal hier vorne entlang. Hier raus, genau, dann kommt das noch weg. Bis hier unten sowieso. Bis dahin. Hier vorne eine saubere Kante, wenn wir das noch wegsprengen. Da hinten muss ja auch alles noch weg. Uff. Jo, kommen sie dran zum Arbeiten.
schon die richtige Höhe später, ja. Aber das hier alles weg. Oh, die Dürre ist vorbei. Wir haben immer noch genügend Wasser. Das hier muss auch alles weg. Getriebe. Wo wandern die Getriebe denn immer? Ach so, jo, kein Biber, deswegen. 27, jo, erholt sich bitte. Könnte man theoretisch das Lager angehen. Aber Getriebe. Okay, gut. Gehen wir es an. 1, 2, 3. Das ist, ja, kann man es irgendwann später holen. Ich habe das eh nie verbaut, das mittlere beim Spielen. Bisher. Und da jetzt die Reichweite. Da oben steht noch ein Baum. Ne, das ist schon falsch. Hier sind wir, zack, weg mit. Die Bäume da unten müssen noch weg. Die Höhe passt schon. Oh, die Bäume da hinten müssen wir noch wegmachen. So. Kommt man aktuell wohl gar nicht hin. Ah. Nee, schwierig. Das als Außenkante setzen. Nee, das war die Kante. Das war die Kante. Dann können wir schon mal Deich hier planen. So. Jetzt welche Höhe? Eins höher noch muss es. Oh, das wird dann die Oberkante. Müsste die gleiche Höhe sein wie drüben. Jo, geht ja hier eins runter, da wird eins hoch, ja, passt.
Der Rest wird weggesprengt bis auf die Höhe. Von den Karotten hier. Da muss ich mit der Breite gucken, wie haben wir es denn mit der Energie? Können wir schon die U14, das knallt auch rein nochmal. Das Windrad und die hohe Antrieb, gut 80, das Geschenk, komm, machen wir schnell. Dann hätte ich nämlich die Heile parat, die wir brauchen. Für das Kraftwerk. Dann kann das hier nämlich weg. Ja, wobei, muss ja schon mal noch gesprengt werden. Dazu fehlen noch Getriebe bzw. Biber. Wie sieht's aus? 36 Erwachsene, 13 Junge. Nahrung ist jetzt genügend da auf einmal. So, jetzt weggefuttert haben. Weiß nicht, jetzt haben wir ja 49 in Summe. Die essen nicht so viel. Bisschen komisch. Oder hinten bauen sie fleißig den Damm. Dann kann auch irgendwann der Wald hier weg. Weil das dauert auch noch ewig. Muss ja schon mal hier alles gesprengt sein. Mal gucken, ob wir da noch nicht vielleicht das ein oder andere noch mehr bauen. An Dynamit. Also Sprengstoff. Die macht ja alle 3 Stunden. Hier haben wir. Wir bauen noch mal eine. Na, die Jens. Der passt. Noch mal eine. Davon. Das heißt, wir brauchen pro Stunde 3 Papier. Ja, wir brauchen ja 3 in 3 Stunden, also 1 pro Stunde mal 3 macht 3. Hier hinten haben wir 1,6 macht 2 macht 0,8. Da brauchen wir noch 2. So könnte es gehen. Geschichte noch schauen. Den hier raus und da einer rein. Genau, und das hier auch noch umbauen. Ja. Ach, falsches T-Stück wollte ich. So. Das bitte priorisiert. Genau, da steht's. Vielleicht noch eine Windmühle. Irgendwo eine hin. Ja,
nur eine. Okay, dann machen wir es so. So, jetzt sind wir jetzt mit dem Damm. Das geht voran. Oh, heftig. 12 Holzscheide für einen so einen Block. Na gut, wir haben es im Moment im Überfluss. Zwei Lager wären noch voll von 4. Da oben sind sie auch schon fleißig am Bauen. Na gut. Bevölkerung 49,7 bleibt jetzt stehen. Nahrung hält sich konstant bei 800. Wasser bleibt auch bei knapp 800. Gut, Holz geht jetzt runter. Fertig machen. Da fehlen jetzt noch 8 Metallblöcke und 16 Getriebe. Und das wird sich jetzt hier gut stauen. Da wird jetzt kaum noch Wasser abfließen. Ich hoffe, es wird nicht überflutet hier. Die 2 reichen. Dann müssen wir nochmal abreißen und ein drittes bauen. Ich hoffe, es klappt. Kann nämlich die Geschichte hier wieder weg. Oh, ich schätze auf Feierabend. So, sagt die Bevölkerung 55. So, 1. Wir gehen aber brav überall so verteilt jetzt hin. Außer in der Papierfabrik ist keiner. Wasserpumpen sind auch nur. Ach Gott, ja, die 2 zählen ja auch mit. Dann passt's bitte. Ich will die globale Ansicht so ernst. Jetzt mach ich das. Sobald man irgendwo hinklickt, kommt man leider auf die globale Ansicht da oben. Ja, da ist alles besetzt. Eine Papierfabrik noch nicht. Ist bald die ersten Arbeitslosen, bitte. Und da oben gar nicht so viel Hütten. Doch, uff. Nicht, jo. Flutet. Wird geflutet. Vielleicht beruhigt sich. Temporär schützt man die Flut da. Dann reißen wir es mal auf. Jetzt wird sich's. Jetzt entspannt sich's. Bauen wir es anderweitig. Bauen wir es mit 4.
ist das jetzt Wetter? Man weiß es nicht. Ich spule mal. Da hinten wird schon besser. Jo, geht zurück. Geht zurück. So, neuer Versuch mit Vieren. Die haben jetzt Bock, da oben den Damm zu bauen, ne? Sondern hier unten bauen. Wenn die Dachterrassen frequentiert, höre ich ja so Mitte. So, in 3 Tagen kommt wieder eine neue Flut. Da kommt schon die Armada. Heißt, in 3 Tagen sollte das Ding hier stehen und so stehen, dass es nicht hier flutet. Der steht schon mal. Und nicht zur Flut. Na gut, hier läuft auch noch raus, weil der noch nicht steht, der letzte Damm. Also wieder kann kommen, die werden 20. Wir sind da dabei. Ja, man sind Nummer 1, 2, 3, 4, 5 auf dem Weg. Jo, jetzt kommt stehen. Na, jetzt fehlt noch der, der es fertig baut. Da kommt er. Ich bin schon zu zweit dicht. Passt. Jetzt staut sie nämlich das Wasser. Bis der Höhe hier. Nee, das fließt so durch, bis reinkommen. Und doch zu viel wie 4. Hier ist nochmal mit. Kann auch sein, weil das jetzt auf einmal gebaut war, dass es. Deshalb diesen Effekt gab. Kommt ihr das heute hin? 0,7 Tage wäre ein Traum, wenn es noch klappt. Wenn sie dann. Na, da kommt sie. So rankommen in das Dynamit. Ja, jetzt hat die Dürre begonnen. Dürft hier nichts mehr fließen. Ja, jetzt fließt es halt da noch weiter. Jo, kriegen es aber auch hin. So.
Genau, jetzt fließt hier nichts mehr ab und staut sich an der Kante. Heißt aber, Jasper ist hier auch weg. Und das geht eins runter. Jo, das muss auch weg. Das hier auf der Höhe muss weg. Und die Kante kommt ja auch noch raus. Dann wäre es ja auf einer Höhe. Jo, das muss eins tiefer. Bevölkerung 56. Kennt überhaupt diese Dachterrasse das Lagerfeuer? Nein, weder noch. Haben wir einen anderen noch? Ach, hier haben wir jetzt wieder Schlepper. Perfekt. Dann müsste da drüben jetzt. Räumchen, das passt. Heißt, wir könnten jetzt 16 rüberschicken. Werden arbeitslos, wenn ich das richtig sehe. Yep. Und schicke mal einfach mal 16 rüber. Jo, hat jetzt Bauern erwischt. Und 3 aus dem Distriktzentrum. Erfinder und so weiter. Passt aber. So, die müssen jetzt 3 Tage überleben mit 75 Karotten. So, wie sieht's jetzt da aus? Wohnungstechnisch? Ja, geben wir die Hütten frei. Geh mal so frei. Der Schmelzerei fehlt einer. Genau, und in der Sprengstofffabrik. Papiertechnisch auch 46 auf Lager. Baustelle kommt jetzt nah dran, interessanterweise. Helfen wir mal kurz mit dem da. So. Weil die müssen ja von unten jetzt dran kommen. Ja, so geht's. Ja, steht auch schon. Und also wieder weg. So, wie entwickelt sich die Nahrung? 105. Jo, das passt. Und die hier fleißig bauen. Ja, jetzt geht es hier hinten an noch mehr Papierfabriken und nochmal 2 Sprengstofffabriken. Routen anschauen, Holz, Blanken, Wasser, irdisch zur Absicherung und Sprengstoff. So, dann können wir ja Landschaftsgestaltung, Sprengstoff da oben noch die wegmachen. Das hier kann auch weg. So.
Baustelle ist so weit entfernt. Wie sieht es denn hier aus mit... Ja, bis da hinten müssen sie aber kommen. Hier vorne denke ich auch. Machen wir dann halt gleich die Schleusen auf, wenn sie stehen, irgendwann mal. Oder hinten die. Dann da. Hier Reihe, bloß da noch der Weg. So. Planken. Ja, die haben alles, was sie brauchen. So, wie sieht es jetzt da aus? Mal hier noch was hin. Jo, da wäre auch Schicht. Dürre ist vorbei, jetzt schauen wir uns den Staudamm an. Ach komm so. Ah, da kommst du nicht hin. Ja gut, kriegen wir einen Weg hier irgendwo rüber. Ah, so, zack. Dann ist es auch direkt da wieder hinten, einmal hoch und einmal außen rum und ja. Das Wasser kommt langsam. Genau, jetzt trocknet es hier aus. Im Optimalfall trocknet es hier gar nicht mehr aus jetzt bei der nächsten Dürre. Langsam angeschlossen. So, jetzt läuft es hier vorne raus. Sieht gut aus, dann war es nur vorhin, weil es ruckartig gebaut wurde. Das sieht gut aus. Noch höher. Ne, das bleibt stabil auf der Höhe, passt perfekt. So. Dann können wir da noch ein paar Bäume entfernen. Ne, hier fängt's an. Ne, war auch noch kurz. Passt. Jetzt hat's die endgültige Höhe erreicht. Ne, flutet. Wird geflutet, okay. Dann gehen wir's anderweitig an. Doppelschleuse. Doppelschleuse plus
Doppelweg. Doppelplattform. Da. Wenn ja auch die Plattform schon da drüben hinziehen, dann machen wir es doch fertig. Einfache Plattform. Und ziehen wir jetzt die Veranstaltung. Weil hier wollte ich auch noch wegsprengen. Und schöner gerader Weg gibt. Schauen wir, kommen wir da vorne raus. Wahrscheinlich abgehakt auf dem. Das war jetzt noch nicht geplant. Genau hier kämen wir raus. Das wird bündig mit dem hier. Ja. Dann würde ich so bauen. Das wieder weg, das wieder weg. Da kommen später Deiche hin, statt den Plattformen. Können sie uns ja schon mal hinsetzen. Das passt, die kommen da eh noch nicht hin. Ne, kommen nicht hin. Ah, den kämen sie dran. So what. Werden jetzt wahrscheinlich eh da hinten erstmal bauen. Hier fehlen jetzt noch Doppelplattformen. Dann wäre das hier sauberer Abschluss. Auf den kann man auch Häuser bauen. Die Landzunge hier würde ich wohl wegsprengen. Das kann auch. Ja, haben wir jetzt genügend. Da schon mal wegsprengen. Das entfernen. Hier können wir dann einen Kanal bauen noch. Das Problem ist, dass hier innen drin, das ist ja gar nicht befruchtet. Dass ich quasi hier das Wasser mit euch reinleite, dann da abknicke. Und dann auch hier vorne so ein Abschlussbau mit Zweierschleuse, beziehungsweise später dann mit dem Damm. Wenn wir hier zwei Dämme hätten und da zwei, hier hinten nochmal zwei, dann kann auch die Schleuse wieder weg. Dann dürfte es auch nicht überflutet sein beim Rücklauf. Und das Ganze ein bisschen mehr zu kontrollieren, würde ich hier auch einen Damm reinsetzen. Hier nebendran auch einen Damm. Das hier kann überbaut werden mit einer einfachen Plattform. Dann wird quasi der Damm hier reingefräst und ich kenne den Abstand jetzt nicht zwischen, aber das sehen wir ja, wenn alles das hier wegsprengt ist. Und mal so eine Gedächtnisstütze. Hier aus Bevölkerungstechnisch Träumchen.
ist den auch gut. Bin auch happy. Gut, den fehlt Holz. Holz fehlt eh gerade überall. Jo, bis sie viel in Auftrag gegeben. Es läuft ja auch die Papierfabrik an. Die braucht ja auch Holz. Ne, da ist gar keiner drin. Papierfabrik fehlt noch, genau. Dann wird alles laufen. Drei noch in Bauernhäusern. Okay. Hier hinten dran können wir dann eine Plattform bauen. Auch da gibt es eine Plattform. Schauen, ob das auch. Naja, das passt. Irgendwo da wird Schluss sein mit dem Damm. Ich weiß nicht, wie breit das wird. Jetzt noch nicht. Sicher hier mit der Höhe. Da hinten die reißen Sauber-Tour irgendwie noch ab. Weil die könnten doch das hier abreißen. Kämen so. Machen wir hier nochmal. Ne, machen wir auf. Hier machen wir auf. Dann kommen sie auf jeden Fall dran. Ja. Haben sie nochmal kurz Holz. Da bauen sie fleißig schon den Damm. Die werden jetzt bauen die. Na, irgendwas da in dem Bereich. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das die richtige Höhe ist. Die zwei kommen auf jeden Fall weg. Jo, der kommt auch weg. Nö, ist die richtige Höhe, passt. Die zwei noch weg sind, gibt es hier auch einen schönen Abschluss. Die Situation. Es wandert E1 rüber. Wind fehlt im Moment. Dauert es halt länger, meine Güte. Da oben ist auch schon der erste Dynamit parat. Kommen die da? Jo, die kommen hin. Auch da wäre. Da kommt mal Ball hin.
muss aber die Treppe 1 weiter verschoben werden später. Nee, Quatsch. Das hier unten wird eh alles wieder abgerissen. Da ist ja später Wasser. Die sind dann nur so lange hier, wie sie den Damm bauen. Und das da hinten steht, sind sie weg. Also das L-Stück mit dem zwei Dreifachschleusenbereichen. Könnte man nicht da noch eine Treppe geben? So. Und sowohl besser da unten hin. Das war hier hinten eh alles abgerissen jetzt. Kann man auch den Teich wieder hochziehen. Baut der erste schon. Nö, der stand noch rum. Jetzt wird sie gebaut. Da kommen sie doch. Könnt den jetzt sitzen aus arbeitstechnisch? Wir geben dem mal einen Förster und eine Sammelfahne. Und Holzfäller Sammler. Dann gibt's hier Ahorn. Plus ein Rollenfellbereich. So. Hier könnten wir auch noch so was ist das? Hier passt. Kämen die schneller an Holz noch ran? Kraftechnisch, so geht sich aus. Einer fehlt in der Bauarbeiterunterkunft. Einer an der Holzfällerfahne. Zwei Jungtiere gibt es noch. 17 von 18 passt. Geben denen noch eine Hütte. Also Puffer. Das Problem mit dem Blanken, das sind 100 Stück vor Ort. Ja. So, was fehlt hier jetzt noch? Über. Über und Metallblöcke. Dynamit. Auch nichts ohne Wind. Ne. Doch jetzt kommt Wind. Könnte aber stromtechnisch eng werden. Dann nichts mehr. Windrad unter. Nö. Und wenn hier weggesprengt wird. Dann muss ein Teil hier hoch auswandern.
Beides wird ja auch weggesprengt. So, die Schleuse, genau, die kann man synchronisieren, sprich, dass die nebendran genauso reagiert und dann hier einstellen auf Höhe X. Ich würde das jetzt auf 1,5 lassen und wenn die Flut kommt, wenn die Dürre sich anbahnt, zumachen auf 2. Also so ist es jetzt auf dem Halbfeld. So wäre sie zu. Huch, so wäre sie zu, genau. Die lässt ein bisschen mehr durch als der Damm. Als der Damm. So, reißt das hier keiner ab? Die kommen nicht hin, oder? Ne, die kommen nicht hin. Kommen es aber, wenn sie das hier bauen. Also hier kommt eh ein Weg. Weg hin und vorne dran dieses. Warum hast du denn Freizeit? Punkte haben wir gerade. Freibad. Sehen dann so aus, die würde ich hier irgendwo hinsetzen. Dem da entlang an der Kante. Weil in dem Bereich wird es später immer Wasser geben. Dann hier schauen, wie wir es machen. Ja, da oben kommt jetzt Patienten, Karotten, Holzscheite und noch mehr Holzscheite. So. Nur mal den Förster bitte. Nein, die noch zwei rüber schicken. Ne, einer geht nur noch. Jetzt haben wir 5 Arbeitslose. Schick mal einen Erwachsenen rüber, der dürfte jetzt Holzfäller sein. Ne, der wurde wohl Bauarbeiter. Bauen jetzt wieder alles, wenn nur nicht das, was es sollen. So, jetzt werden sie doch wohl den Förster bauen. Dann die Unterkunft, dann können sie meinetwegen das hier bauen. Da hinten kommen sie eh noch nicht dran. Hier fehlt mir der Dynamit. Dann können sie hier austoben. Damit brauchen wir nicht priorisieren da oben. Da unten sollten sie noch bauen. Zack. Baut sich das auch nochmal eins höher. Das ist ein Problem. Später nicht temporär. Oh ja, das wird ein Problem. Das wird ein Problem. Abbruch, Abbruch. Den können wir erst später bauen. Heißt, wir
setzen. Ne, wir setzen dann auch gar nicht. Irgendwann bouncen. In einem Rausch. Er kommt ganz hinten raus erst. Dabei. Brauchen wir noch zwei Blanken, haben wir die da? Jo, Blanken werden hier. Mach doch den mal. Das hier abreißen. Ich glaube, wir müssen noch das Verteillimit vom Sprengstoff einstellen. Mal den Sprengstoff da. 100. Ich fehle einen Holzscheit, dass ihr weitermachen könnt. Förster. Okay. Und jetzt wahrscheinlich der Planken darunter geschleift. Ja, eigentlich weg, die 180 reichen. Lager. Macht die Nahrung jetzt? Jo, bleibt konstant bei knapp 1000. War das volle Lager vielleicht vorhin ein Problem? Was lag da drin? Wasser lagert er hier nicht ein, Holz lagert er, also Holzstämme, Scheiter lagert er hier nicht ein. Da wird gar nicht mehr gescheit angepflanzt. Komm auch nicht mehr hinterher so langsam. Und da mal die Geschwindigkeit wieder. Das Doppelte hoch. Blanken sind gar keine mehr hier auf Vorrat.